Hi, ich bin Hendrik Faustmann und Produktmanager bei Birkert. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie einfach der Durchflusssensor Flowwave bedient werden kann. Für die Durchflussmessung wasserähnlicher Flüssigkeiten sind keine Änderung der Parameter notwendig. Die Parametrierung für diese Flüssigkeiten ist ab Werk bereits eingestellt. Um möglichst genaue Messwerte für den Volumendurchfluss und für die Durchflussgeschwindigkeit bei viskoseren Medien wie Öl, Ketchup oder Schokolade zu erhalten, kann die Viskositätskompensation aktiviert werden. Zur Konfiguration der Viskositätskompensation gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, abhängig von der Temperaturkurve der Viskosität. Zum Aktivieren der Viskositätskompensation gehen Sie wie folgt vor. Sie navigieren zur Ansicht SAW-Sensor, Standardmesswerte, Volumendurchfluss, Viskositätskompensation und wählen Viskositätskompensation. Beispielhaft zeige ich Ihnen, wie Sie Flowwave für die Durchflussmessung von Olivenöl mit einer Viskosität von 75 mm² pro Sekunde konfigurieren. Ist die Temperatur in der Anlage konstant, kann eine konstante Viskositätskompensation gewählt werden. Hier geben wir 75 mm² pro Sekunde ein. Ändert sich die Temperatur der Flüssigkeit, kann zum Beispiel eine polynomische Viskositätskompensation über die Temperatur eingegeben werden. Hierzu sollte die Viskositätsänderung über die Temperatur der Flüssigkeit bekannt sein. Die Viskosität von Olivenöl sinkt mit steigender Temperatur. Entsprechend der Gleichung A plus B mal T plus C mal T² werden im Display die beiden Parameter A, B und C eingegeben. Die Eingabe ermöglicht eine exakte Durchflussmessung von Olivenöl unabhängig von der Temperatur. Durch ein zusätzliches Teach-In des Durchflusses kann die Genauigkeit für die Durchflussmessung entsprechend überprüft und kalibriert werden.